Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute dachte ich, gucken wir mal gemeinsam auf mein bisheriges Lesejahr 2022 zurück. Ja, so eine Art Halbjahresfazit. Fangen wir mit dem Subabbau an. Hier habe ich geplant, bis 2023 auf 85 ungehörte Hörbücher runterzukommen. Und gestartet bin ich bei 103 ungelesenen Hörbüchern. Momentan habe ich 99. Liegt daran, dass ich teilweise aus der Bibliothek welche habe. Das sind auch ganz, ganz viele, die man sich über die App sofort runterladen könnte und sofort ausleihen könnte. Das stachelt mich ein bisschen an und ich versuche ja auch so ein bisschen den Büchersub abzubauen, indem ich mir die Bücher nochmal als Hörbücher hole quasi und dann so höre. Ich habe noch Hoffnung, dass das noch funktioniert. Da muss ich aber sehr, sehr diszipliniert, glaube ich, die nächsten 6 Monate für dran lang hören. Jetzt der größte Fail wahrscheinlich der gesamten Episode. Bei den ungelesenen Büchern wollte ich nämlich von 20 zum Jahreswechsel auf maximal 5 ungelesene Bücher reduzieren und momentan bin ich bei 39 Büchern. Also von 20 bin ich auf 39 hoch. Und das ist noch nicht mal der schlimmste Monat, denn im Juli kommen jetzt richtig, richtig viele Bestellungen von der Bücherbüchse und oder zweite Teile, die ich vorbestellt habe. Hilfe! Also ich bin total eskaliert. Ich habe auch wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, gerade auch in der Bücherbüchse für die farbigen Buchschnitte. Finde die alle super schön, gar keine Frage, aber das hat echt überhand genommen. Das heißt, ich werde mich jetzt fürs zweite Halbjahr ein bisschen drosseln und es wird definitiv nicht mein Ziel erreichen, das weiß ich jetzt schon, also keine Chance. Im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen wieder hochgehen und bei mehr als 20 ungelesenen Büchern Ende 2023 rauskommen. Könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen, denn es sind wie gesagt jetzt noch etliche Bücher, die in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten dazukommen. Und ich weiß ja noch gar nicht, was sonst noch so den Rest des Jahres rauskommt, auch mit farbigen Buchschnitten. Deswegen, also ich glaube, also das Ziel werde ich definitiv nicht erreichen und ich hoffe, dass ich wieder beim Vorjahr rauskomme, vielleicht aber auch tatsächlich drüber landen werde. Mal gucken. Dafür habe ich mir jetzt quasi zwischenzeitlich geändert, das Ziel gesetzt, dass zumindest der Altsub wirklich, wirklich jetzt mal langsam runter muss. Und hatte ich ja schon mehrfach zu erzählt, dass ich dann da auch oftmals das Hörbuch so quasi ausleihe, um da eben vernünftig voranzukommen. Der Punkt Anmeldung bei den Hamburger Bücherhallen ist erfolgt. Und es macht auch richtig Spaß, also gerade über die Apps da E-Books oder auch Hörbücher runterzuladen. Aber auch vor Ort habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen ausgeliehen. Und ja, macht einfach total Spaß und ist jetzt auch voll vertretbar, was die Preise angeht und hilft mir tatsächlich auch bei meinem Projekt AutorInnen, zu dem wir jetzt kommen, Projekt AutorInnen. Ich habe ja eine Handvoll Autorinnen ausgewählt, die ich dieses Jahr quasi lesen möchte. Das sind Frederik Backmann, da kann ich verkünden, ich habe es tatsächlich schon beendet. Also alle Bücher, die von ihm auf Deutsch erschienen sind, habe ich jetzt gelesen. Es waren tatsächlich auch nicht mehr so viele, die gefehlt hatten. Aber trotzdem, kleiner Haken dran auf jeden Fall. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bei Jay Kristoff bin ich auch sehr, sehr gut im Lesen. Da kommen tatsächlich auch dieses Jahr noch 2 Bücher raus. 2 sind relativ frisch erschienen, die ich dann auch relativ bald lesen möchte. Und die beiden, die, ich sag mal, so im Herbst kommen oder Ende des Jahres kommen, die werde ich auch sehr, sehr gerne noch dieses Jahr lesen. Also da bin ich sehr guter Dinge, dass ich das auch hinkriege. Was bisher eine Katastrophe war, war Anne Freitag. Von der möchte ich ja wirklich auch super gerne alles Mögliche lesen. Soll sehr, sehr gut schreiben. Und die hatte ich mir einfach rausgesucht, weil die ein paar weniger Veröffentlichungen hat als zum Beispiel Ariana Popescu, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Ja, und davon habe ich leider, stand jetzt halbes Jahr rum, noch kein einziges gelesen. Dann hatte ich mir ein paar Reihen vorgenommen, die ich 2022 beenden oder weiterlesen möchte. Das ist erstens Die 7 Schwestern von Lucinda Riley. Da habe ich tatsächlich also einschließlich Band 7 jetzt gelesen. Also 5, 6 und 7 in diesem Jahr schon gelesen und Band 8 wird ja voraussichtlich erst nächstes Jahr erscheinen, deswegen wird das noch weiter oder ist das auch weiterhin auf der Reihenseite in meinem Bullet Journal auch zum Beispiel zu finden, aber kann ich da natürlich erst lesen, wenn es da ist. Dann wollte ich gerne die Succubus-Reihe von Richelle Mead weiterlesen, da habe ich Band 1 gelesen, aber sonst noch nichts und habe tatsächlich dieses Jahr auch noch zu keinem weiteren der Bücher gegriffen. Selbes gilt leider Gottes für Outlander, die Reihe von Diana Gabaldon. Die sind nämlich immer so lang tatsächlich. Ich habe letztes Jahr Band 7 gelesen und hatte dann wieder richtig Bock, war angefixt und wollte dann quasi ab Band 8 jetzt weiterlesen. Und ich glaube, es gibt auch nur Band 8 und 9. Ja, immer noch nicht dran weitergearbeitet sozusagen. Nochmal dasselbe gilt für die Harry Hole-Reihe von Joe Nesbo. Auch da habe ich Band 3 letztes Jahr gelesen. Fälschlicherweise, ich wollte eigentlich mit Band 1 anfangen, aber Band 3 hatte ich irgendwie noch auf dem Altsub von einem Welttag des Buches, wo ich das mal gratis bekommen habe und hat mir gut gefallen. Und deswegen wollte ich ganz gerne dann Band 1, 2 und dann ab 4 quasi weiterlesen.
Habe ich auch noch nicht gemacht. Die Reihe Magisterium von Cassandra Clare und Holly Black wollte ich ab Band 2 weiterlesen. Auch da gleiches Spiel. Letztes Jahr Band 1 gelesen, fand ich gut. Wollte ich ganz gerne noch weiterverfolgen. Da hat auch die Bibliothek tatsächlich einige dieser Ausgaben sozusagen ganz gut verfügbar. Habe ich aber leider auch noch nicht geschafft, zeitlich dort weiterzulesen. Die Reihe The Diviners von Libba Bray würde ich ganz gerne ab Herbst, so in der gruseligen Zeit, vielleicht ein bisschen weiterlesen. Und zwar geht es da weiter mit Band 2. Band 1 gehört, fand ich gut. Die gibt es relativ schwierig als Hörbücher zu bekommen, leider. Und ich hatte Band 1 als Hörbuch gehört und wollte ganz gerne die Reihe weiterlesen. Und so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Band 2 zwar noch auf Deutsch erschienen, die anderen Bände dann aber wiederum nicht. Und ich glaube, es gibt insgesamt 4. Ja, deswegen muss ich da mal gucken, ob ich das in irgendeiner Form vielleicht als englisches Hörbuch oder so auf Audible dann weiterhöre. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil die waren echt gut geschrieben. Jetzt aber endlich mal zu den Erfolgen hier bei den Reihen. Einmal David Hunter von Simon Beckett. Dort habe ich ja nichts von gelesen gehabt und habe das immer wieder ans Herz gelegt bekommen, unter anderem auch bei den 12 für 2022 Büchern. Und habe da jetzt endlich Band 1 im Juni tatsächlich auch erst gelesen und fand ihn gut und möchte da die Reihe auf jeden Fall auch weiterlesen. Und ich denke, dass ich da auch einige dieses Jahr noch von schaffen werde. Ich habe, glaube ich, noch 3 weitere Bände als E-Book. Und die letzte Reihe, die ich gerne weiterlesen möchte, ist Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare oder allgemein das Cassandra Clare-Universum, möchte ich fast sagen. Da hatte ich letztes Jahr noch nichts von gelesen und dann gab es eben diese Leserunden mit Melli vom Podcast Seitensprung, die dazu geführt haben, dass man jeden zweiten Monat einen Band gelesen hat. Das heißt, wir haben jetzt die 3 Bände der Chroniken der Unterwelt-Reihe gelesen, City of und so weiter. Die haben mir mal mehr, mal weniger gut gefallen, aber waren auf jeden Fall locker flockig und irgendwie mit viel Wortwitz, also sehr viel Witz mit dabei, was ich gar nicht erwartet hatte. High Fantasy, Jugendbereich, New York, ganz, ganz starker Anteil von New York. Das war schon echt ganz cool, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass ich dieses erste, quasi die erste Trilogie der insgesamt 2 Trilogien aus der Chroniken der Schattenjäger oder Chroniken der Unterwelt-Reihe gelesen habe. Im Juni noch nicht ganz fertig bekommen habe ich Clockwork Angel von derselben Autorin, was man sozusagen auch nach Band 3 der Chroniken der Unterwelt-Reihe lesen soll. Das heißt, ab Juli geht es tatsächlich weiter sozusagen und wir streuen sogar noch andere Bücher von Cassandra Clare mit ein, wo es eben passt. Und ja, ich habe insgesamt bis Band 4 auf dem E-Book-Reader, das heißt also, ja, Band 4 kann ich auf jeden Fall noch mitlesen und dann ab 5 und 6 muss ich mir die quasi auf den Sub drauflegen, um sie dann lesen zu können. Werde ich auch machen, das heißt, ich werde die gesamte Reihe Band 1 bis 6 sozusagen bis Ende des Jahres auch durchkriegen. Das sollte soweit klappen. Bei den Leserunden habe ich, wie schon erwähnt, die Chroniken der Unterwelt-Leserunde mitgemacht und auch da ja ganz normal die 3 Bücher, die wir bis dahin lesen wollten, auch geschafft. Dann hatte ich mir vorgenommen, mit Lea von Lea Plans and Reads die 7 Schwestern weiterzulesen. Auch das habe ich geschafft, habe ich schon erwähnt. Und dass ich ganz viele von den J. Christoph Büchern mit Ramona lesen wollte, das habe ich auch soweit geschafft. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wir lesen auch Strange the Dreamer jetzt zusammen. Und ja, werden auch die weiteren Bücher, die jetzt von J. Christoph das ganze Jahr über rauspoppen, wie nichts Gutes, das werden wir sicherlich auch weiter zusammenlesen. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe auch noch die ein oder andere Leserunde geplant, zum Beispiel zu Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid, was wir Ende Juli bis Anfang August quasi lesen wollen. Und da wird mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Titelchen dazukommen, ehrlich gesagt. Bei den Sub-Abort-Challenges im Lesegarten habe ich tatsächlich mich auch wieder auf die Monats-Challenges eingelassen und habe da ganz fleißig mitgemacht und war jetzt bisher bei jeder Monats-Challenge mit dabei. Und ja, habe halt die Jahres-Challenge eher als betreuende Orga-Tante quasi gemacht. Und ja, das finde ich soweit auch sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Jahr, wenn das vielleicht, ja, was heißt vielleicht, ziemlich wahrscheinlich, wer anders dann mal übernehmen wird, werde ich dann wahrscheinlich bei der Jahreschallenge wieder mitmachen und dann wiederum bei den Monatschallenges ein bisschen mehr aussetzen. Und jetzt kommen wir zu den 12 für 2022, die ihr für mich ausgewählt habt. Erstens, es war eine sehr gute Idee, auf 12 runterzugehen. Ich hatte ja 2021 21 Titel auswählen lassen, das war viel zu viel. Und ja, 12 ist auf jeden Fall gut machbar. Ich bin damit richtig stark gestartet. Ich glaube, in den ersten 2 Monaten oder so hatte ich irgendwie schon 5 von diesen Dingern weg. Also sehr, sehr viele Titel weg. Und mittlerweile sind es 8 gelesene Bücher. Das heißt, 4 sind noch offen. Das sind zu diesem Zeitpunkt Dark Canopy von Jennifer Benkow. Hat übrigens über 500 Seiten. War mir irgendwie gar nicht so richtig bewusst, weil das ein E-Book ist, was ich noch auf dem E-Book-Sub habe. Dann Der Anschlag von Stephen King. Auch ein wahnsinnig langes Buch, aber da lese ich schon dran. Und finde es auch sehr gut bisher. Dann Der Schwarm von Frank Schätzing. Auch ein richtiger Klopper. Habe ich jetzt E-Book. Könnte ich aber auch theoretisch bei der Bücherhalle ausleihen als Hörbuch. Soll sehr gut sein auch. Und
In der Brandwüste, das ist der zweite Teil der auserwählten Reihe von James Dashner. Hier muss ich tatsächlich noch einen Reread machen vom ersten Band. Ich habe keine Ahnung mehr. Ganz grob schon, aber nicht mehr so im Detail. Und das hindert mich tatsächlich momentan noch dazu, sofort dazu zu greifen sozusagen. Also ja, der Anschlag höre ich gerade und dann werde ich eins der anderen beiden E-Books wahrscheinlich als nächstes dann in Angriff nehmen und mit der Brandwüste wahrscheinlich bis zum Ende warten. Obwohl es auch sehr gute Bewertung hat und ich wird dann auch entsprechend die ganze Reihe dann durchlesen. Da gibt es auch so einen richtig schönen Schuber, ich glaube vom Carlsen Verlag. Oh mein Gott, richtig toll. Also mit irgendwie den drei Bänden und dann noch irgendeine Vorgeschichte und irgendeine andere Novelle oder sowas in so einem schönen Schuber und alles so ganz dunkel und so. Sieht richtig schick aus. So, das war es einmal zu den Lesevorhaben. Dann gibt es jetzt mal ein bisschen Statistik hier. Ich habe bisher in diesen ersten 6 Monaten 54 Bücher und Hörbücher und E-Books beendet. Das macht insgesamt 22.001 Seite und somit 407 Seiten pro Buch im Schnitt. 4 Fremdsprachige waren dabei, das sind 7,4%. 13 Leserunden waren dabei, das sind 24,1%. Und 23 Rezensionsexemplare, das sind fast die Hälfte mit 42,6%. Hörbücher habe ich 25 gehört, das sind 46,3%. Bücher 23, das sind 42,6%. 6 E-Books. Das sind 11,1% und deutlich mehr, als ich in den Vorjahren, glaube ich, gelesen habe. Was unter anderem daran liegt, dass zum Beispiel die Cassandra Clare-Reihe als E-Books bei mir waren und ich die ja quasi verpflichtend in der Leserunde dann dazu geführt hat, dass ich die dann gelesen habe. Und auch die Chemie des Todes war auch ein E-Book. 25 Bücher waren von Autoren, somit 46%. 26 Bücher waren von Autorinnen, somit 48%. Und 6% waren gemischt, nämlich 3 Stück. Bisher lese ich im Schnitt 3667 Seiten im Monat und 9 Bücher im Monat, beziehungsweise beende sie, weil ich sie dann erst mal eintrage. Vom Erscheinungsjahr habe ich fast 45% aus 2022, fast 15% aus 2021 und der Rest sind alles relativ ähnliche Kleckerbeträge mit 4,3% jeweils 2019, 2017, 2015, 2013, 12, 11 und 8. Und dann habe ich sogar noch 2% aus dem Jahr 2006. Also sehr, sehr breit gefächert eigentlich, bis auf dass der Großteil an sich sehr, sehr aktuell aus den Jahren 2022 und 2021 stammt. Die Bücher, die ich bisher am besten bewertet habe, waren The Witch Queen, Entfesselte Magie von Verena Bachmann. Das hat mich total überrascht. War mehr oder weniger Zufallsfund durch einen farbigen Buchschnitt und fand ich richtig gut. Da kommt jetzt auch im Ende Juli der Nachfolgeband raus. Den habe ich mir wiederum signiert bestellt und zwar bei der Buchhandlung Graf. Müsst ihr mal suchen, ist richtig cool. Die haben diverse signierte Exemplare bei sich. Da konnte ich dann direkt nicht Nein sagen. Also es war vom Verlag aus mit farbigem Buchschnitt. Dann fand ich noch richtig gut Der Lotuskrieg 2 Kinslayer von Jay Kristoff. Und auch nochmal von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Aurora entflammt, das ist der zweite Band aus dem Aurora Cycle. Die drei fand ich am allerbesten dieses Jahr. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Goodreads schauen, da bin ich auch Podcast Bücherreich. Dort habe ich ein 2022er Lesejahr-Regal und ja, da kann man ja ganz gut filtern und bewerten lassen sozusagen. Am schlechtesten fand ich bisher Die hellen Tage von Zsuzsa Bank. Wir müssen über Kevin reden von Lionel Shriver. Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani. Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. London Whisper als So ist man selten online von Aniela Lay. Und Rabbits von Terry Miles sowie Vier Frauen und ein See von Viola Shipman. Das waren leider meine am wenigsten gemochten Bücher dieses Jahr. Vielleicht noch als kleine Info. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch 3 Rezensionsexemplare auf dem Sub. Das ist einmal Von hier aus betrachtet sieht das scheiße aus von Max Oswald. Tief in den Wäldern von Chevy Stevens und Das Reich der Vampire von Jay Kristoff, die ich auch alle zeitnah lesen werde. Und die nächsten Sachen, die so auf dem Veröffentlichungsplan sind, ist einmal von Kavai Strong Washburn, Haie in Zeiten von Erlösern, was Ende August oder Mitte August rauskommt, was ich auch noch nicht angefragt habe und noch nicht genau weiß, ob das dann zugesichert wird. Und von Andrews kommt auch endlich ein tolles neues Buch raus, und zwar Tod an der Schlei am 25.08., da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auch das muss ich noch anfragen, ob ich das überhaupt bekomme. Und dann wird Anfang September von Robert Galbraith das nächste Buch rauskommen, Das tiefschwarze Herz. Möchte ich auch sehr gerne lesen. Am 19.09. soll dann auch Todesrache von Andreas Gruber erscheinen. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Also ich würde es wahrscheinlich mir gerne bestellen. Ist allerdings so eine Art Crossover zwischen der Todesreihe und der Rache-Reihe von ihm. Und ich kenne die Rache-Reihe noch nicht. Deswegen hoffe ich, dass ich das gut verstehe, auch was da ist. Und vielleicht müsste ich das vorher noch das andere lesen, sozusagen. Die drei, glaube ich, sind es Rache-Sommer, Rache-Herbst oder wie das alles heißt. Müsste ich eigentlich vorher noch mal lesen, damit ich die Leute zumindest kenne, die da irgendwie eine Rolle spielen.
Dann sind schon genehmigt einmal von Laura Jane Williams, Der schönste Zufall meines Lebens. Das ist ein Buch, was am 1.8. erscheint. Dann von Zakiya Dalila Harris, The Other Black Girl, was am 17.8. voraussichtlich erscheint. Von J. Christoph und Amy Kaufman kommt Aurora Erleuchtet am 31.8. voraussichtlich raus. Und von Ursula Poznanski ein neues Buch, Stille blutet, was am 1.9. erscheint. Außerdem Diese eine Entscheidung von Kareen Tools wird am 21.09. voraussichtlich erscheinen. Und von Celeste Ng, Unsere verschwundenen Herzen, was am 5.10. rauskommt. Und die beiden Bücher sollen sich in der Tonalität quasi sehr ähnlich sein. Deswegen wurde mir das ans Herz gelegt, sozusagen alle beide vielleicht sogar zu lesen. Worauf ich auch schon so ein bisschen geiere, ist von Laura Dave, Beschütze sie. Das ist ein Thriller, der auch im englischsprachigen Raum schon sehr gehypt wurde. 13.10. kommt er voraussichtlich raus und dann kommen noch ein paar richtig tolle Sachen, die auch schon alle genehmigt sind, und zwar Lost Life von J. Christoph am 19.10., Zimt zwischen den Welten geküsst, also Band 2 aus der neuen Zimt-Trilogie von Dagmar Bach, was am 30.11. voraussichtlich erscheint. Und dann nächstes Jahr kommt von Riley Sager noch Night, Nacht der Angst, 11.01. und von Anne Freitag Mind Gap, auch 11.01. voraussichtlich. Ich hoffe, diese Sonderepisode hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie es aktuell so steht, um die ganzen Vorhaben, die ich so hatte, um die Seiten, die ich gelesen habe, aber auch, ich hoffe, der kleine Ausblick in die Neuerscheinung, auf die ich mich auch sehr freue, hat euch auch gefallen. Das war es erstmal von meiner Seite für dieses Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.